ich schulde euch immer noch einen Bodenkampf. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal sage. So, willkommen zurück zu Thrawn's Revenge. Wir dümpeln immer noch über Prakit mit der absolut überhaupt gar nicht vorhersehbaren Absicht, da mal kurz zu landen und für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Ich weiß allerdings nicht, was uns da erwartet. Ein paar Gebäude auf jeden Fall. Bodentruppen hier habe ich genug, hoffe ich. Und... boah, keine Ahnung, ob ich das eben selbst spielen soll. Na ja, komm, passt schon. Easy, richtige Entscheidung. Gut. Ja, damit hat sich das mit dem versprochenen Bodenkampf auch erledigt. Oh, ich konnte das zum Glück umgehen. So. Dann mache ich mich mal weiter an, hier die Planeten auf dem Boden der Tatsachen einzunehmen. So, was ist denn das hier? Kann ich mal eben auf Pause drücken? Nö. Hervorragend. So, the Navy is in need of more conscripts. Increase recruitment efforts at once. Save the following amount of crews. Target crew income per cycle. Wie viel habe ich denn oben? Ja, 20, genau. Ne? Das meine ich in der letzten Folge mit so, yo. Und du kriegst eine... nee, stimmt gar nicht. Du kriegst 5 MC-30A-Fregatten. Ist ja ganz cool, aber du sollst, du sollst innerhalb so von 7 Zyklen mal eben den... also den, na so, hier die, mein Gott, wie sagt man denn, Schiffsmannschafts in den Zuwachs, den Zuwachs, mein Gott, deutsche Sprache, so, ne, also dafür sorgen, dass 50 Besatzungsmannschaften dazukommen, jede Runde, das ist, interessant. Ja, sie sind halt mal immer so, mal mehr, mal weniger gut erfüllbar. Oh, das ist cool, hier kann ich jetzt auf einmal eine... hier kann ich jetzt auf einmal eine Golden 2 Secondary Defense Station bauen. Okay, das ist interessant, weil das Einzige, was ich da großartig anders gemacht habe, ist, die Kugel hier gebaut zu haben. Muss ja heißen, dass... sobald ich die baue, krieg ich... die... Erlaubnis auch sowas hier zu bauen, das macht zwar irgendwie keinen Sinn, also würde ich jetzt daraus ableiten. Ich weiß immer noch nicht, wie man die Erlaubnis bekommt, eben so eine Golden 2 Starbase zu bauen. Und wäre auch cool, wenn man das irgendwo mal sieht. Oder ich habe es einfach noch nicht in den Menüs gefunden. So, ich laber hier wieder um den heißen Brei rum. Okay, und Schule bauen sich erstmal hier ihr Haus auf, Senators Office. Dann gibt's noch was zum Mining. Guck mal, die geben ja jetzt Naval Academy, Ship Crews, ne? Das ist ja alles auch schön und gut, aber am Ende bringt dir die Ship Crews einfach überhaupt gar nichts. Also du sammelst halt immer und immer mehr davon. Guck mal, ich habe jetzt schon 130 und weiß effektiv nicht, was ich damit machen soll. Ah komm, einfach mal um die Quest zu erfüllen, machen wir das mal. Boom. Ach krass, hier könnte ich eine Empress-Class Space Station bauen, das ist sehr schön, aber braucht gerade kein Mensch. Bill Bringy könnte ich dann Akbar und sein Superboot hier rufen. Können wir auch erstmal eine Home One gleich bauen. Das wäre gar nicht mal so blöd. Dann hätte ich nämlich schon mal ein dickeres Schiff. Haben sie mich gerade fett genannt? So, ja, puh, mal gucken. Ich mache gleich mal hier die Probe, ob das so ist. Oder auf einem anderen Planeten. Gucke ich gleich mal. Da haben wir noch ein Schiff. Jo. On my way. Als Vorhut, dass ich schicken kann. Da ist erstaunlich so gut wie gar keiner. Ciao. Construction complete. Und die bauen immer noch. Okay, entweder warte ich jetzt noch. Ah komm, ich gebe mal einen von den... in Auftrag. So, guck mal, ne? Die kostet, also einen davon zu bauen, kostet 50 Ship Crews. Ja, okay, wenn man das so hochrechnet, dann macht das am Anfang
Gott, jetzt muss ich mich selbst wieder hier korrigieren. Okay, wenn ich da irgendwie 12 im Bau. Ja. Pro Cycle, ne? Also pro Cycle kriegst du halt dann schon 20 und. Ja. Na komm, wir nehmen die einfach mit. Da Naval Ship, Naval Academy Ship Cruise. Ist okay, dann können wir wenigstens ein paar mehr. Ist ja nicht ganz falsch. Wer ist er denn? Und was ist das hier? Captain, unser Inventursystem spinnt mal wieder. Der sieht witzig aus. Er sah witzig aus, Entschuldigung. Moff Palace. Nein, wir haben den Zeppelin verloren. Warum? Shit, okay. Da machst du nichts. Haben wir noch einen? Das war bestimmt der einzige Zeppelin. Kannst ja hier deinen ganzen Turbolaser einfach mal für den Boden mitnehmen, warum auch immer. Naja, okay. Dann, Cassie. Cassie, you're next. Wer ist sie denn? Natasi Dala, Class Admiral. Venator, Star Destroyer, Siller. Okay. Wollen wir das ausspielen? Ja, dann vielleicht. Nee, komm. Nee. Nehmen wieder alles mit. Hauptsache, wir verlieren da keinen von den Helden. Das wäre sehr, sehr, sehr uncool. Okay, und wer ist er? So, sehr gut. Public Engineering Corporation, auch nicht schlecht. So. Eine Golden One Primary Starbase. Mhm. Da kommen die Credits langsam in die eigene Geldbörse. Das ist wieder schön. Habe ich das jetzt eigentlich gebaut oder? Nee, und das werde ich auch nicht mehr schaffen, das ist doof. Ich dachte, ich hätte irgendwo eine gebaut. Tja, falsch gedacht. Ach, dann haben wir das halt nicht gebaut. Ja, gut, dann... Ah, Leia Organa Solo has won the New Republic elections. Some senators and the working group are beginning to doubt your commitment to interstellar trade. Ja, das ist auch nicht mein... Ne? Ich bin hier in einem Krieg involviert, please! Ja, die so, ja, aber unser Reichtum. Was fällt Ihnen ein? Building started. Okay, da wird auch schon eins gebaut. Academy. Construction complete. Und da kann noch ein Häuschen für einen Senator gebaut werden. Sehr schön. Ja, so, wo ist denn jetzt hier meine Home One? Beziehungsweise Home One Type. Mission log updated. Expand Crew Recruit. You have done a great service to the New Republic. Ha! Endlich meiner, der mich lobt. Save the following amount, bla 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 bla. Und du kriegst 5 von den MC30 A-Teilen. Ja, das ist nice. Hä, das stimmt ja gar nicht. Das sind ja MC-30 A-Fregatten? What? A stable realm. Senator, this was has impacted the New Republic's administrative capabilities. Reach those quotas and we will return to optimal levels. Aha. Whatever this means. So, hier kann ich jetzt gerade gar nichts bauen davon. Das ist, etwas seltsam. Zeigt also ganz deutlich, dass ich immer noch keine Ahnung habe, wann man irgendwie irgendwas bauen kann. So, das nehme ich nochmal eben mit. Und wir erobern dann mal Kolumus. Boom. Space Battle at Kolumus.
Dämonym. Kolumi. Aha. Native. Kolumi. Hä? 300 Millionen. Adler Various. Anderes Wort für, yo, ich habe einfach keinen Bock nachzuschauen. So, Reference. We've located the enemy. Aha. Ja, das sieht nach einer sehr, sehr stabilen Flotte aus. Und das Problem ist, dass ich gerade kein... ich kann die Home One... ah, sorry. Ich kann leider die Home One nicht rufen, weil ich einfach zu viele Schiffe hier drin habe, die ich rufen müsste. Ach, ist das dumm. Ich dachte mir so, ja, komm, ruf jetzt mal eben die Home One, ja, alles gut. Aber, das ist leider relativ unmöglich. Aha! First try. So, guten Tag. Boom. Und der Rest. Moving. Hey. Moving to destination. Als ob die da eine Schnitte haben. I call, babe. Confirm. Your orders? Okay, so mal wieder auf. Ups. Ich hab mich auf alles gedrückt, außer auf Steuerung. I should be there any moment now. Change your course to intercept. Keep your eyes open. Flight systems engaged. Ist das denn schon wieder super geil? Das ist das Super Tile Squadron. Die sind nicht besser, die sind einfach super. Ja, als ob wir das hier mit einer Home One aufnehmen können. Please. Dann schmeißen wir auf unser Schild an und dann sagen wir: Ja, gute Nacht. Das ist so geil, wie die Kamera einfach immer so einzelne Jäger zeigt. Was zur Hölle? Ja, könnt ihr irgendwas erkennen? Ich nicht. Oh, das waren schon die Schilder, schade. Ja, da kommt doch einiges, was da einiges wegballern könnte. Dann schicke ich den erstmal mit. Das Schild ist schon gone, aber das wird die... Sollte das Schiff locker aushalten. Ups, ich glaube, das... da habe ich mich doch ein kleines bisschen verschätzt. Ja, mal schauen, je nachdem, wie schnell die Flotte da jetzt im Hintergrund aufräumen kann. Solange die Triebwerke halten, ist alles okay. Ja, mal die ganzen Jäger mitnehmen. Ihr dürft gerne wieder mitmachen, das ist gar kein Problem. Ja, schaffen die. Easy. Achso, da kam sogar noch mehr. Oh. Jetzt bin ich mir doch gar nicht mehr so sicher. Ja, gerne auf die Schiffe schießen, die Schaden drücken, das wäre hervorragend. Und die machen da ganz gemütlich mein Schiff kaputt. Dinge, die ich eher so semi-cool finde. Ah, cool. Das nur so vor oder geben die mittlerweile eher auf nach dem Patch? Tschüss! Nein, statt dass sie so nett sind und sagen, ja, aus reiner Höflichkeit lassen wir da noch, Was will er denn jetzt? Wohnraum noch da oder so? Nö, das jagen wir in die Luft. Wenn wir das nicht haben können, dürft ihr das auch nicht haben. Hä? Ich dachte,
der hätte jetzt irgendwas von... Ja, der hat noch irgendwas gesagt, aber das war wohl scheinbar gelogen. Okay. So, dann haben wir die... Den Suprim nenne ich ihn jetzt mal. Gegen jede Konvention. Haben wir dann hiermit erobert. Sehr schön, sehr schön. Bodentruppen habe ich noch? Ja, okay. Also noch ein paar Standtruppler. So, was gibt's denn hier? Cloning Facility, ui. This company provides a cost reduction in its exchange for a longer build time for all infantry types. Ja, ob die dann teurer sind, ist mir ehrlich gesagt so ein bisschen Hupe, wenn die dann... Andersrum, wenn die dann auch noch länger brauchen, geboren zu werden, wenn die dann auch... auch wenn die länger gebaut werden, so, wenn die günstiger sind, ja, alles cool. Alles in bester Ordnung. Da kann ich noch ein Capital Shipyard bauen. Allerdings brauche ich gerade alle Resource Rinskis hier oben. Weil ich dann auch denke, dass die Map hier gar nicht so schwer wird. Wir nehmen erstmal hier unsere gewaltige Flotte und werden dann da oben beginnen, da durchzuziehen. Eine Schneise der Verwüstung durch das Imperium zu ziehen. So, was kann ich hier noch bauen? Was macht denn Sinn? Republic Engineering Corporation? Ja, bauen wir. Einfach mal bauen. Einfach mal ein paar Truppen bauen. Das kann ich hier auch noch. Das ist sehr schön. Kann ich hier keine... Ist es nochmal hier so Werkstätten oder sowas bauen, wo die dann die Produktion mit ankurbeln? Scheinbar nicht. Construction complete. Unit in production. Roger, setting course, sir. Orinda sieht so aus, als gäbe es da irgendwas zu holen. Ich schicke mal wieder unsere beiden. Die Blues Brothers hier vor. Stable Realm. The Senate thanks you. You have established the New Republic sufficiently. Ja, das ist nett. So kennt man mich. Aha. Ah, der ist schon ein kleines, besseres Bötchen. Kleines, größeres Bötchen. Okay, und ich muss ganz kurz mal eben die... Bodentruppen hier rausziehen, sonst ist das nämlich mehr als hochgradig ineffizient. Artillery online. Geführt von Schmu Skywalker. Ah, du kommst mit. Praktisch denn alles, was hier so einen silbernen Rand hat, ist direkt Bodentruppe. So. Ich kann mir auch mal die Executor vom Akbar rufen. Die Guardian, ne? So. Na ja, komm, den Kampf nehmen wir mit. There they are. Yow. Choose your reinforcements. Deswegen habe ich gar nicht mehr so sicher, ob das eine gute Idee war. Zuallererst rufen wir mal den. Rufen wir mal den. Ja, passt schon. Den. Ach so, der fliegt so in der MK2. Okay. Haben wir noch eins von den. Ach, das sind die. Ah, okay. Das sind 30. Das ist der MC30. Das ist eine MC-30A? Muskellunge. What? An early foray into Moncalamari dedicated warship design developed from the Lorona strike cruiser. Despite having some picket utility,
It is best used for fire support. Aha. I'm here. Das steht's also bei Partys. V-Wing Squadron reporting. Squadron advanced. Okay. Setting course. Ein paar Jäger können wir dazu einsetzen. Bewegt er sich nach vorne? Nee, macht er nicht. Gerade im Schutz der ganzen. Rettungsanlagen hier, würde ich das, der ganzen Raumstation, so, würde ich das gerne auch lassen, da direkt reinzufliegen. Das ist nämlich gar nicht mal so intelligent. Ah, ich hab schon besser ausgesehen. Hier schon intelligenteres mitbekommen. Geil, die machen einfach gar keinen Schaden. Ja, okay. Viertel der Schilde schon mal weg. Ja, okay, ich nehme alles zurück. Das sieht gut aus. So, jetzt natürlich Ziele suchen, wie ihr wollt. Ja, oh. Jetzt ziehe ich den da immer raus, weil sonst ist der nämlich gleich Space Gulasch. Ja, gern drauf schießen, das macht voll Sinn. Schieß mal da hinten drauf und du schießt. Ja, ich schieße nämlich auch auf den. Okay, der macht doch mehr Damage als ich dachte. MK2 hat er auch bekommen. Mist. So, Balance Forces Dominion. Ey! Geil, Dominion and its sister ship, Megador. Megador. Sehr große Tür. So, although he. Okay. Ja, ich darf das einfach nicht lesen. Okay, die Dominion ist wohl ein. Ich sag jetzt mal, bekanntes Schiff. Ein Schiff mit Charakter. Gewesen? Aber wer zur Hölle nennt sein Schiff Megador? Dumbledore. Oh, das ist nicht so gut. Die ganzen Kosten. So ist ich für einen mit meiner republikanischen Heerführer gebührt, kümmere ich mich natürlich zuerst um die Kosten der Schiffe und dann um die Leute darauf. So, alles für die Finanzen. Irgendwas, was hier Schilde nutzen kann? Nee, schon recht. Okay, die kümmern sich um die Station. Ihr könnt schon mal drauf schießen. Thank you.
Golem 3 Primary Starbase ist halt nicht schon viel aus, aber ich finde die danach kommen, ich habe die vom Imperium jetzt tatsächlich vergessen, aber die Empress beispielsweise, die halt ja schon unfassbar viel aus. Kostet irgendwas mit, was waren das, irgendwie 6000 Credits oder so? Ne, mehr. Jetzt guckst du nach 6000 und keine Ahnung. Aber die können dafür auch nicht. Boah, ey, dafür habe ich aber jetzt auch nicht verloren. Shit. Wo kann ich denn nochmal eine bauen? Ich glaube hier, ne? Wow. Das habe ich tatsächlich unterschätzt. Also ich meine, 6400 ist halt eigentlich geschenkt dafür, was die kann. Wie viel die aushält. Dann repariert die auch noch. Artillery online. Genau, sehr schön. Ein paar Bodentruppen bauen. Boom. Noch mehr Bodentruppen. Unit in production. Kann wieder diese unfairen Flieger bauen. Destination received. Von wem haben die sich nochmal repariert? Ich glaube vom Imperium, ne? Diese Kästen, diese fliegenden. Voll geil. T4B ready. Ein paar T4Bs. Vehicle in production. Artillery online. Orinda wird bald dem neuen galaktischen, der neuen Republik gehören. Nice. Da fehlt noch irgendwas. Ups. Enemy fleet is about to invade Ethor. Ey! Don't! Proceeding. Da komme ich nicht schnell genug hin. Ah, shit. Ne, die sind nicht schnell genug, das kann ich vergessen. Boah, nervig. Hätten die sich mal um 5 Sekunden verspätet, dann hätte ich nämlich noch die Jungkanone jetzt gehabt. Schade. Wenn ich auf Auto Resolve klicke, dann werde ich einige von den kleineren Schiffen hier verloren haben. Dessen bin ich mir sicher und ich hatte recht. Und nicht alles besiegt, dann haben die sich wieder feige verzogen. Artillery online. I understand. So, dann schaue ich mal, dass ich den Akbar hier noch in. Mein Gott, ja, von denen noch mehr. Oh, was ist das denn? D2B over. Building started. Government expanding fronts. We can allow the spread of anti-republic ideologies. So, ne? Thus, high command has prioritized the military occupation of this world. Ja, schön. Schade, dass es jetzt weniger von den Story-Missionen gibt. Hatte ich den. Ja, da hatte ich den Eindruck, dass am Anfang von Thrawn's Revenge das deutlich, deutlich mehr ist. Was krieg ich denn dafür? MC-80 Liberty Cruiser. Ja, das ist okay. Mal eben so, ne, Bar auf die Kralle. Da sag ich nicht nein. Tun wir das doch mal. Was war das denn? So, sehr schön. Leia Organa Solo has won the New Republic Editions for the 5th millionth time. Schön. Ah, easy. So, dafür kriegen wir einen MC-80 Liberty Cruiser. Dafür, dass wir uns unseren eigenen Planeten hier zurückklauen mussten. So, dann würde ich sagen, wir bauen auf Bill Bringy mal. Ah, wo ist er denn? D2B over. Den Executor Star Dreadnought Guardian. Das dauert einen kleinen Moment. Mist. Ganz genau. Sagt das denn immer? Der da? Okay. AC2 Hovering Company. Aha. Okay, dann möchte ich da nochmal eben alle Truppen.
Achso, hier gab's den, ne? Sehr schön. So, und hier das hier. Dann würde ich mir noch eben Datum hier schnappen. Datum hier ist nämlich deshalb ganz cool, weil der nur von, naja, nur von zwei Planeten hier angegriffen werden kann. Aber so gesehen so das Tor zu Taris ist und zum Rest der Republik. Macht das Sinn? Ich befürchte ja. Ach, und dann kommt er wieder angeschissen und will Ord Mantell angreifen. Nein, wieso habe ich Ord Mantell? Ach, ich bin dumm. Ich bin dumm. I can do that. Wieso habe ich Ord Mantell unbewacht gelassen? Jo, da ist er gerade losgeflogen, aber easy. Tactical battle. Easy. Ja, das war natürlich eine geplante Falle für die, ne? Also, nicht, dass ich jetzt hier mal... dass wir hier mal die Wahrheit unter den Teppich kehren. Ja, macht auf jeden Fall Sinn, ne? Also hier, Basileus. Basileus. Okay, und er fliegt einfach weiter. Macht voll Sinn, würde ich auch machen. Aber eher so an den vorbei, in den Hyperraum. Gut, dass ich hier meine Bad Company mit dabei habe. Die stärksten der Republik, nämlich die Transporter. Hätte ich doch die Bright Hope dabei. Pass auf, ich habe jetzt mal eine Frage, ne? Guck mal. Der versucht jetzt gerade wieder den großen Schuh zu machen. Achso, ja, das bringt nichts, weil... ja, er fliegt trotzdem. Okay. Hab ich jetzt gesagt. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal ausprobiert, aber es geht jedes Mal nicht. So kurz darauf gewartet, dass meine Raumstation explodiert. Aus Höflichkeit. Ja, komm, ne? Also irgendwas muss ja hier... boah! Achso, das ist die Fleet, die dann wahrscheinlich... ja. Hä, schon wieder? Okay. Hä?